Hallo Wattmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handkuck und Grill. Heute gibt es ein Rezept aus unserer Verbandszeitschrift, und zwar ist das der Rheinisch-Westfälische Jäger. Und ich habe das erste Mal das Rezept gelesen und habe gedacht, das kann nicht schmecken. Das gibt nämlich Rehmedaillons mit Vanilleeis. Ob das Ganze schmeckt, ich mache das heute auch tatsächlich zum ersten Mal, das seht ihr in dieser Folge. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kommen wir mal zu den Zutaten und ich zeige euch jetzt, was wir dafür brauchen. Wir brauchen natürlich einen Rehrücken, den habe ich hier schön fein säuberlich in Medaillons geschnitten. Abweichend vom Rezept auf jeden Fall ein bisschen Salz, weil ich einfach der Meinung bin, dass da auch vorher schon ein bisschen Salz beim Braten dran muss. Dann haben wir hier eine Steak-Pfeffermischung. Da sind also verschiedene Steakpfeffer kombiniert oder verschiedene Pfeffersorten. Und wir haben hier Vanilleeis mit einem hohen Sahneanteil, das stand im Rezept drin. Und ja, wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. Ein bisschen Öl zum Anbraten, eine Pfanne brauchen wir und ja, wir legen los, würde ich sagen. Also das Erste, was wir machen, ist, dass wir die Pfanne einmal auf Temperatur bringen. Da rein kommt ein bisschen Öl, nicht zu viel. Und unsere Medaillons würzen wir schon mal ganz leicht mit ein bisschen Salz. Jetzt warten wir, bis die Pfanne auf Temperatur ist. Und jetzt geben wir unsere Medaillons hier rein. Und braten die einmal von beiden Seiten richtig schön scharf an. Die dürfen also auch richtig Röstaromen entwickeln. So, 2 Minuten von jeder Seite. Nach gut 2 Minuten einmal kurz wenden. Oh, super. Also die Röstaromen bringen natürlich nochmal richtig Geschmack an die ganze Sache. So, die Medaillons nehmen wir jetzt einmal aus der Pfanne. So, jetzt habe ich unten meinen Bratensatz. Die stellen wir beiseite. Und hier sollen jetzt laut Rezept 2 gehäufte Esslöffel Vanilleeis rein. Das waren jetzt 1,5. So, und das sollen wir jetzt unter ständigem Schwenken in der Pfanne schmelzen. Also einmal ein bisschen warm machen und lösen damit den Bratensatz. Und jetzt soll das Ganze gewürzt werden mit ein bisschen Steakpfeffer. Das tun wir hier auch. Also es wird sozusagen eine Vanilleeis-Pfeffersoße. Wir lassen das so leicht einreduzieren. Jetzt geben wir hier die Medaillons wieder dazu. So, jetzt würde ich es noch so 2-3 Minuten bei ganz niedriger Hitze hier im Topf einfach gar ziehen lassen. Wie gesagt, Rehwild können wir ohne Probleme rosa braten. Also, gut aussehen tut das schon mal. Wie es dann schmeckt, das probieren wir dann gleich. Und jetzt würde ich sagen, geht's ans Anrichten. Okay, jetzt suche ich mir so 2, 3 von diesen Medaillons raus. Die sehen wirklich wunderbar aus. Da geht ein bisschen was von der Soße, die jetzt wirklich schön eingedickt ist. Auf meine Teller. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das Ganze. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Also der Rehrücken ist schon mal schön rosa. Also ein bisschen Gemüse dazu. Ah, hervorragend, guckt euch das mal an. Garpunkt ist perfekt. Sehr gut.
Kartoffel. Das Gericht, einen ganz klaren Daumen nach oben. Rehmedaillons mit Vanilleeis, schmeckt wirklich hervorragend. Das Ganze hat eine schöne, angenehme Süße. Dann die Röstaromen, die Schärfe von dem Pfeffer. Das passt wirklich super zusammen, ganz klassisch mit Gemüse, Kartoffeln und dann halt hier diese Soße. Mein Tipp, es fehlt an dem Gericht ein bisschen Säure. Ich würde neben dem Vanilleeis vielleicht noch mit ein bisschen Weißwein das Ganze ablöschen und einreduzieren. Und dann wäre es, glaube ich, perfekt. Aber ansonsten ein ganz tolles Gericht. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.